Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Foodflash. Wir sind spontan nach Hannover gefahren, beziehungsweise ich habe Klaus abgeholt und wir sind jetzt auf Durchreise und haben jetzt hier einen kleinen Zwischenstopp in Hannover gemacht. Und dort gibt es eine, ja, alte hannoverische Institution. Und zwar gibt es einen Laden, sieht aus wie ein Kiosk, namens Ricardo. Und der bietet frittierte Pizza an. Und wir checken auf jeden Fall mal den Laden ab. Und wir werden auf jeden Fall mal ein Stück Pizza probieren und sagen euch dann, was der Laden so kann. Also Leute, viel Spaß. Alles klar, danke, ne? So, let's go, come on. So, ich leg die jetzt hier erstmal hin. Schaut euch mal hier diesen Oschi an. Frittierte Pizza, guck mal. Auch noch schön heiß. Das kann eigentlich nur schmecken. Mal schauen. Oh, dieser frittierte Teig. Ja, das mit Käse und Schinken. Sehr mächtig. Oh, guck mal. Damit kann man nichts falsch machen. Ist jetzt kein Weltwunder, aber es schmeckt fettig, teigig, käsig und ein leichter Schinkengeschmack, so Kochschinkengeschmack ist das, ne? Klaus, probier mal. Zeig mal die Füllung. Ich hab am Ende den Plot nicht verstanden. Schmeckt's denn nicht? Nee. Also ich will ja nicht mit vollem Mund reden, aber für mich ist das nichts. Tut mir leid. Nee. Ich muss alles aufessen, ich nicht. Ja. Umsetzen wir uns dabei. Nee. Was gefällt dir denn nicht an dieser Pizza? Der Geschmack, ich weiß nicht, was für ein Geschmack das genau ist, aber da ist kein Pfiff, nichts drin. Aber es ist halt eine Institution, die gibt es schon seit 1977, ne? Ja, es mag ja vielen, ist da immer Geschmackssache. Ja, ja. Und mein Geschmack ist es nicht. Ja, also guck mal, ich habe zwar gesagt, die schmeckt schön fettig, aber ich habe ja auch zu Beginn gleich gesagt, es ist kein Weltwunder. Nee. Ne? Also, man kann es mal machen, wenn du, ich glaube, wenn du irgendwie ordentlich einen getrunken hast, ne? Dann fällt es nicht auf. Dann fällt das nicht auf, ne? Aber nee, also für mich ist Essen unter die Ecke. Nee, also kannst du weiter essen. Ja, okay, alles klar. Ihr habt ja gesehen, dass die Pizza Klaus überhaupt nicht schmeckt, ne? Hat dir nicht gefallen, ne? Nee. Ja, ich glaube Hannover, da müsst ihr noch ein bisschen daran arbeiten. Aber ich probiere jetzt nochmal die mit Chicken, mit Hähnchen. Er hat gemeint, da kann man nichts falsch machen. Mal probieren. Oh, sehr hohl, guck mal. Ist mehr Teig als Pizza. Pizza besteht aus Teig. Ja, ich weiß das, aber es ist mehr Teig als Füllung. Ich rieche Oregano. Ist da noch drin? Boah. Also sag mal so, die schmeckt besser. Ja. Ne? Die schmeckt auf jeden Fall besser als die Schinkenkäse. Ja, die ist sehr geschmacklos. Und die, ja, da schmeckst du immer ein paar Gewürze. Käse ist auch sehr saftig. Schaut mal richtig rein hier. Und es ist halt eine ultra fertige Angelegenheit. Also mein Ding ist es auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe jetzt schon mal
in Italien richtige frittierte Pizza gegessen und die war einfach, einfach geil, da hat alles gestimmt. Die lag nicht schwer im Magen, obwohl die frittiert war, aber hier ist das wirklich nur so in your face, weißt du? Und von daher, naja, also ich sag mal so, kann man machen, aber gibt weitaus Besseres. Vor allem, wenn du nur den puren Teig isst, dann hast du diesen Schmalzkuchencharakter. Ne, wisst ihr, was ich meine? Ja, ja. Ne, aber ist ganz okay auf jeden Fall. So, Leute, ich habe mich jetzt nochmal durch die Masse gebissen und bin jetzt zu dem Ergebnis gekommen, dass die frittierte Pizza mit Hähnchen gefüllt, ne, die ist extrem lecker. Ich bin jetzt auch durch die Masse eingedrungen und das ist erstens eine schöne, saftige Füllung, auch gut gewürzt. Und was man natürlich auch sagen muss, ne? Ich habe zwar vorhin gesagt, diese Käse-Schinken-Geschichte ist überhaupt nicht mein Ding. Stehe ich auch dazu. Aber der Teig, wie der gemacht wurde, ist schon eine hohe Kunst. Schau mal, wie schön der aussieht. Ne? Auch der hat auch hier schöne Bläschen vom Frittieren. Und wie ein Schmalzgebäck gefüllt mit Pizza-Zutaten. Also, ist schon ganz in Ordnung. So, Leute, das war nur ein kurzes Video von uns. Wir hoffen, dass euch dieses kurze, spontane Video gefallen hat. Wenn ja, gebt uns einen Daumen nach oben, schreibt fleißig in die Kommentare und vergesst nicht, kostenlos unseren Kanal zu abonnieren. Genau. Noch nicht so schnell, Klaus. Und noch so eine kleine Info. Wir werden auch am 1.9. in die USA reisen und werden ein paar Städte abklappern und werden da auch so ein paar Sachen für euch aufnehmen. Also, Leute, haut rein. Peace. Peace. Ob es sich lohnt, dort eine Pizza zu besuchen. Und wir überprüfen. Also, okay. Da ist kein Pfiff, nichts drin. Ich mag. Nee, bah. Telekom. Oh Mann. Furchtbar. Diesmal bin ich mal hinten im Hintergrund, Klaus. Und ich muss.